Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und das, was wir hier sehen, ist die geballte Macht an Zeitschriften, die zurzeit gerade im Handel zu erhalten sind. Alle vom Blue Ocean Verlag, alle irgendwo zwischen 3,99 und 4,99 angesiedelt und großteils von mir auch gekauft. Einige sind Rezensionsexemplare, zum Beispiel Disney Princess. Ich muss gestehen, ich hätte es mir sonst auch nicht gekauft. Ist auch preislich eine Besonderheit, kostet nämlich 4,50 €, obwohl es ein normales Heft ist. Und das andere, was aus der Reihe tanzt mit einem Euro mehr, nämlich 4,99 €, ist dieses Legacy-Heft von Ninjago. Gut, da sind aber auch zwei Minifiguren drin. Der Arrest dürfte alles bei 3,99 € liegen. Und wie gesagt, das wurde mir gestellt. Den Rest habe ich grundsätzlich eigentlich gekauft, wobei ich dann, nachdem ich es gekauft habe, zumindest die Ninjago-Hefte dann doch noch zugeschickt bekommen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken uns das jetzt alles gleich mal an. Zweimal Ninjago, Disney Princess, Friends natürlich, dann das aktuelle Jurassic World Pack. Da ist ja ordentlich was drin. Wir haben ein bisschen Batman, wir haben ein bisschen Hidden Side hier mit El Fuego. Wir haben Star Wars mit dem TIE Striker und wir haben City und wie wir sehen, das ist schon gebaut, da konnte mein Sohn sich nicht zurückhalten, das Ganze. Aber wir haben immerhin, glaube ich, alle Einzelteile wieder zusammengefunden. Es geht dort in den Feuerwehreinsatz und zum Glück kein Hubschrauber. Und das alles, das gucken wir uns jetzt an, nachdem wir es gebaut haben. Und ich hoffe, mein Sohn hilft mir. Hilfst du mir? Ja. Ja, gut, dann schauen wir mal, was draus wird. Bis gleich. Da ist es nun, die geballte Kraft, was zurzeit im Zeitschriftenregal für, wenn man es alles zusammenrechnet, natürlich dann doch wieder ganz viel Geld, zu erhalten ist. Und mich würde natürlich interessieren, interessiert das überhaupt, dieser Überblick? Dann schreibt auch dazu nochmal was in den Kommentaren. Ich sehe es natürlich an den Zugriffszahlen. Das ist nicht der Riesenbringer, aber ich glaube, so ein paar meine ich doch identifiziert zu haben, die es interessieren. Und ja, dann gucken wir mal. Ne? Alle anderen gucken jetzt eh nicht mehr. Zum Beispiel bei Batman, da finde ich, ist Mr. Freeze, der da heute drin ist, beziehungsweise zurzeit, schon eine coole Geschichte. Natürlich alles nichts Exklusives, gab es alles irgendwie in der ähnlichen oder zumindest zusammengesetzten Form schon. Aber ja, also gerade hier eher unter der Glocke, ne, da darf man auch ein bisschen grimmig gucken. Für mich ja immer noch so der klassische Mr. Breeze, ja, ist der Arnold Schwarzenegger. Und der ist hier so ein bisschen dafür mickrig, aber ja, dafür hat er ordentlich das gleich da mit der Wumme wieder aus. Ne? Hier vorne, da sogar mit Schläuchchen hinten ran. Ne? Hier oben hat er noch ein bisschen was, das dann auch nachgeladen wird. Also immer eine Powerbank dabei. Und wir können auch den Hut abnehmen, dann kriegt er auch ein bisschen Frischluft. Schönes Teil. Und das Batman-Magazin, ich will die jetzt nicht alle so richtig wirklich durchblättern. Also man erkriegt das, was man immer kriegt, ne? Zeitschrift mit Comic, mit ein bisschen Rätsel, Poster in der Mitte und am interessantesten meistens hinten. Wann geht's weiter? Und auch mit dem Batman-Magazin geht's weiter am 17. März. Und da ist, ach guck, Herr himself ist mal wieder dabei. Es gibt sich Batman selber die Ehre, mal wieder. Ja, gut, dann sei es so natürlich. Nicht, dass man den nicht schon öfter hätte. Wo sie ja immer noch so aus dem Vollen schöpfen können, was so neue Sachen angeht, ist Hidden Side. Da haben wir diesmal El Fuego. Wer die Folgen gesehen hat, die es ja schon jetzt bei YouTube dazu gibt, weiß, der sieht nicht mehr so aus, wie er hier aussieht. Das war noch vorher. Da hat er noch Körper und Gesicht und alles. Aber gut, das erarbeiten wir uns vielleicht bei einem El Fuego-Set aus der neuen Hidden Side-Serie demnächst. Hier darf er noch ein bisschen Feuer löschen. Also El Fuego macht einen auf Feuerwehrmann Sam. Hat, das finde ich mal ganz cool, wie da so das T-Shirt durchguckt auf seinem aufgerissenen Hemd. Cool. Und sogar die Beine sind hier auch bedruckt. Dann hat er einen Feuerlöscher und Gewinner lächeln. Natürlich. Bisschen Feuer hatten wir auch dabei und wir sehen hier, oh nee, er darf auch erschrocken gucken und er darf auch mit dem Unterleib die Beine berühren. So, da haben wir es. Schöner Helm auch hier mit diesem Zeichen. Also, Hidden Side gibt sich doch nichts. Das ist okay. Auch noch ein kleines Tütchen. Da kommen wir gleich nochmal zu, was das damit auf sich hat. Man kann nämlich sammeln. Panini-mäßig jetzt auch dann ja Jurassic World. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das war, worauf sich alle irgendwie gewartet haben. Aber das Interessante an dem Heft ist natürlich auch für die, die Hidden Side spielen, dass man dadurch ein bisschen mehr auch Hintergrundinfos bekommt weiterhin, was da eigentlich so passiert. Wobei dieser Comic, ja, so drumherum ist. Da wird die Story nicht weitergeführt, sondern es geht um eine Schlacht
Ja, und am Ende. Siehst du, da haben wir den neuen übrigens, El Fuego. Das finde ich ein bisschen seltsam, dass sie hier den alten draufpacken. In der Story selber ist aber der neue als Klappergerüst. Naja, der wäre aber auch ein bisschen einfach. Also, da nehme ich lieber den hier, weil dieses Klappergerüst hat man ja immer schon. Da ist ja nur der Helm dazu gekommen. Nee, gut, und die Füße. Deswegen, der ist schon gut. Geht's weiter? Gucken wir mal. Ja, am 29. Februar, dann haben wir... Dann die Motorradgang fällt ein mit Original Hiddenside Minifigur. Besessene Motorradfahrerin. Na, endlich mal was Geisterhaftes drin. Na schön. Dann, obwohl, nee, wir hatten ja auch schon den Pizzaboten. Jo, nö. Gut, dann also auch nichts, was man da meckern könnte. Für 3,99 gibt es jetzt bei Star Wars traditionell weniger was mit Minifiguren, ist eher selten, aber 28 und zwar relativ große Teile. Das mit der Limited Edition finde ich, das ist so ein Gag, der, ja, das ist wahrscheinlich einfach so ein Running Gag bei denen selber. Wir haben eine Limited Karte hierbei für Star Wars, ja, das ist immer natürlich auch so fies, ne? Also wenn man die Dinger haben will alle, dann muss man auch die Hefte kaufen, weil die Dinger gibt es nur auf den Heften. Ja, okay. Aber ich finde hier diesen TIE Striker, wie er heißt, eigentlich ganz cool. Also ja, das ist solide. Große Teile, wie wir hier sehen. Vorne Glocke, ja, hier oben noch so ein kleiner Nugget und allerdings grau. Und wir können auch hier, wenn wir wollen, die Flügel ein wenig einklacken. Ja, ja, nichts, was man nicht auch schon sonst sich bauen könnte, aber ich finde es okay. Also, ja. Dann gucken wir mal, das Heft zu kriegen war übrigens am schwersten. Das gab es irgendwie nirgendwo hier in der Gegend. Ich weiß nicht, ob entweder die schon ausverkauft waren oder tatsächlich Star Wars entweder so toll läuft oder so schlecht, weil sie es gar nicht mehr im Liefer haben. Oh, ein R2-D2 mit einem MSE-6. Oh, gleich zwei. 13 Teile, limitiert wahrscheinlich. Am 22. Februar, das ist ja nicht mehr lange hin. Oh ja. Natürlich, wer Star Wars-Figuren sammelt oder Star Wars überhaupt Sets hat, der hat aber den R2-D2 natürlich schon x-mal. Aber gut, da haben sie scheinbar noch mal im Lager ein paar aufgefegt. Und dann gibt es die jetzt dann demnächst auch. Richtiges Highlight, finde ich, ist definitiv Jurassic World, das aktuelle. Und zwar mit dem T-Rex hier. Der ist gebaut. Das war aus 65 Teilen. Also das ist auch, wäre auch so ein, mindestens ein Pullybag, finde ich. Und das kostet ja normalerweise auch schon mindestens 4 Euro. Das ist, der ist solide. Also das hier beim Bein, was fehlt, ist jetzt nicht irgendwie einem Kampf mit Owen zurückzuführen, sondern den Kampf mit mir, mit meinem Sohn. Das ist, haben wir zusammen gebaut und irgendwann war das Teil weg. Das ist manchmal, das denken wir uns oder ich halte einen Finger drauf. Aber ansonsten ist der doch cool, oder? Also klar kann man jetzt farblich über dieses Konglomerat da streiten. Grau, hier was Schwarzes, dann wieder Braun und so, aber ansonsten, und man kann sogar hier, guck mal hier, die Schnauze öffnen, also gut, Augen hat er jetzt nicht, aber ich finde ihn trotzdem cool, also Schwanz, lässt sich alles bewegen, bis hin auch zu diesem kleinen Stummelhändchen hier, oh, süß, nee, cooles Teil, und da kommen wir jetzt auch zu der Sache, was sozusagen ja eben noch dazu ist. Hier haben wir nämlich auch so ein Tütchen und im aktuellen Heft giftet nämlich auch das Stickeralbum dazu. Da wird man gleich angefixt und dann kann man hier Panini-mäßig, da sehen wir es, was einkleben. Die Dinger finde ich immer grauenvoll, wenn sie so einzeln sind. Aber naja. Aber ich glaube, ja, auch so solche Dinger finde ich immer nicht so schön. Wenn es so solide, echte Bilder sind, wie bei Panini, nichts irgendwie eingeschränkt ist, dann. Da sind aber viele diesmal. Sonst waren das geil teilweise so, dass man sie irgendwie so frei da reindrucken musste oder reindrücken musste. Hier ist es besser. Aber ja, es ist natürlich 144 Bilder, muss man auch immer zusammenkriegen, die man dann hat. Ja, gut, aber das hat auch meine Kindheit schon geprägt. Mal schauen, was wir hier drin haben an Bildern, dass man es einmal gesehen hat. Na, da. Oh ja, was Grünes, was Blaues in halb, dann ein paar kämpfende Jäger und, ein paar weitere Hauptfiguren. Und siehst du, da haben wir noch eine drin, die klebt da jetzt drin und so, hat sich's gelohnt. Oh ja, die Älteren erinnern sich noch, eine VHS-Kassette. Jo, genau. Aber ein Magazin gibt's auch noch dazu und, ja, das ist dann natürlich wieder das Übliche. Will ich gar nicht lange machen. Oh, nächstes Mal auch 65 Teile. Und dann kriegen wir den hier, den Triceratops mit 5 Stickern. Extra. Und zwar wann? 3. März. Ich bin dabei. Schön etwas sehr grün, aber gut, die Friday for Futures Fraktion freut sich. Jo, gut. Apropos, kommen wir zu Friends.
Was da jetzt wieder zu Übergang ist, ich habe keine Ahnung. Nein, um Gottes Willen. Also, alles gut. Friends. Da gibt's Kuchen. Und zwar genug, und zwar bunten. Also, da haben wir diesmal das hier mit einer Kirsche da auch dabei. Viel ein bisschen Törtchen. Hier noch ein Mixer. Ne? Ist immer gut, einen Mixer dabei zu haben. Werner, kauft dir mal einen Mixer und einen Löffel und ein paar Tinkturen oder was auch immer. Und dazu dann die Torte selber mit einer Kirsche natürlich und Blümelein und oh, süß. Ja, ich bin nicht die Zielgruppe, glaube ich, merkt man schon. Das ist übrigens das süße Kuchenset aus 35 Teilen bestehend mit Friends. Und auch da, im Gegensatz zu vielen anderen Hefte, gibt es hier manchmal auch noch ein bisschen Basteln. Ne? Also das ist dann, die Mädels dürfen ein bisschen aktiver werden. Aber auch natürlich der Rest ist so üblich. Ja, und am Ende, 3. März, geht's weiter mit Super-Lego-Spielset. Das Super-Lego-Spielset mit Katze Chico. Natürlich beim Tierarzt, da wird sie aber was denn? Also beleuchtet und da hinten wird die Milch warm gemacht oder was? Naja gut, ist wie es ist. Apropos süß für die Mädels, ein Neujahr im Sortiment. Prinzessinnen bei Disney. Und ja, das ist eben jetzt 50 Cent mehr. Ne? Das ist der Disney-Aufschlag. So prägnant, wie er wieder mal wird hier. Gut, dass wir bei Star Wars das noch nicht gemacht haben. Ja, da muss ich aber auch erstmal nachgucken. Wer ist denn das jetzt hier? Das ist, glaube ich, die Aurora heißt sie. Das ist das süße Extra hier. Mensch, das süße Extra. Ich finde sie auch süß. Also gerade auch diese, guck mal hier, da dieser Rock hier unten. Kriegt man den auch vom Körper getrennt? Ja. Das sind natürlich die Steckfiguren und so. Hat natürlich eher was Friends-mäßiges hier, aber eben schön mit Röckchen, Köpfchen, wo wir sicherlich da natürlich was Blümeleinchen reinstecken können. Können wir das zum Beispiel nehmen. Hier ist nämlich so eine Blume auch in der Hand. So, das ist die Figurenform, wie wir sie von Friends kennen, mit diesem komischen nach unten gehenden Kinn. Ja, und so ist sie, ne? Das ist sie! Aber da wird man auch eher erstmal heiß gemacht, nämlich nächstes Mal, wenn man denkt, oh, jetzt sammle ich die ganzen Prinzessinnen, die jetzt kommen, nach und nach. Kann natürlich sein, dass es so passiert, nur nächstes Mal ist es keine. Da kriegt man Häschen, Auroras Häschen, nämlich auf ihrem Bett mit Notenblatt. Das wird es nächstes Mal geben. Schade. Also, das hätte ich witzig gefunden, aber vielleicht geht es ja nach und nach, dass man dann alle Prinzessinnen irgendwann hat. Und dann ist auch irgendwie cool. 14. März geht's weiter. Und auch hier natürlich eben Story. Sogar, guck mal hier, das finde ich ganz schön, dass man, das finde ich zum Vorlesen auch schöner, dass man so richtige Vorlesegeschichten auch hat. Diese Comics vorzulesen meinem Sohn sind immer, oh, er mag das, aber ich kann mir immer nicht vorstellen, warum. Weil er das ja gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wer jetzt eigentlich gerade was sagt und alle meine verstellten Stimmen da auch nicht hinhauen. Ja, ansonsten kann man auch basteln was und zwar zum Beispiel, wo haben wir es denn? Das, oh, das kuschelige Krönchenkissen. Man ahnt, wie es auf dem Schulhof losgeht, dass da sagt Klaus zum Horst, ich habe das kuschelige Krönchenkissen schon gebaut, du auch? Nee, ich glaube nicht. Aber lies und spiel. Also das finde ich witzig, da gibt es eigentlich zu wenig. Warum jetzt nur für Mädels? Ich bräuchte was für Jungs, wo man wirklich nicht selber liest, sondern vorlesen kann bei den Dingern. Nicht Comic. Also, was für Jüngere, nehme ich. Vielleicht gibt es ja mal ein Duplo-Magazin, aber Duplo läuft ja nicht so richtig, glaube ich. Hört man immer wieder. Weiß gar nicht, warum. Wir kaufen. dann City. Natürlich, das ist immer eine Bank. Ne? Also, da kann man eigentlich viel falsch machen. Da haben wir diesmal auch natürlich als Limited Edition den Feuerwehrmann mit Drohne, mit super Signalfarben, ist rot, rotierenden Rotoren, sind schwarz. Und fette Fernsteuerung, also das, was typischerweise eben so ein Sprechfunkgerät ist. Allerdings mit hier Joystick dran. Cool. Na gut, kann jeder selber nachbauen. Die Teile hat man wahrscheinlich zu Hause. Das ist hier der Meister. Da sehen wir ihn schon mit Bärtchen, ein Gesicht, aber auch bedruckten Beinen. Und die Drohne, ja, die fliegt so vor sich hin. Ich weiß nicht, was das soll genau jetzt sein. Da kann man sich wahrscheinlich irgendwie was denken. Soll die hier selber löschen? Hat die da irgendwie noch einen Liter-Tank Wasser drauf? Das wäre aber hier spannend mit zwei Rotoren. Ansonsten fliegt das Ding, glaube ich, wie der aktuelle Hubschrauber von City. Aber, ja, na gut, ist ja ein Spielzeug. Muss man sich denken, dass da irgendwie 100 Liter irgendwie noch mit drin sind. Oder was ist das hier? Da, oder hat man dann irgendwie noch einen kleinen Drink dabei? Ja, wenn man möchte, ich mache das jetzt, doch, mache ich kurz auf. Gibt hier dann auch noch was dazu. 5 Ninjago-Karten, mit denen man ein bisschen spielen kann. Da sehen wir es, Anleitung. Was haben wir denn hier? Meister Wu, Wolf und Akita. Aha,
ein bisschen was. Was haben wir da? Ja, also wir sehen, es ist was drin. Wer das Spiel spielt, wird jetzt wahrscheinlich begeistert gerade gewesen sein. Und wir kommen auch zu Ninjago, wo wir gerade beim Thema sind. Da gibt es einmal die gesonderte Ausgabe. Ach nee, City, natürlich, das Spannende. Wann geht's weiter? Die sind ja im Monatsrhythmus jetzt. Auch hier, das finde ich ja bei City immer cool, die Zeitschrift. Deswegen, weil die Story, die da drin ist, und die Rätsel aufeinander aufbauen. Man kann also richtig was erleben. Das ist ja wie so ein Exit-Spiel. Also wenn er hier mit der Geschichte ist, dann kommt das, was dann passiert, sozusagen als Rätsel, wenn er irgendwie irgendwo längs fahren muss oder was suchen muss, dann gleich an der Seite dran. Also das finde ich eine coole Geschichte, die sie, glaube ich, vor allem bei City so durchhalten. Und das finde ich sehr, sehr nett. Nächstes Mal, mein Sohn freut sich schon, Cäsar Merz, geht's weiter. Spaß auf der Baustelle mit der Original-Lego-Mini-Figur City und einem Bauarbeiter mit Bulldozer. Jo, also schon mal merken und gibt auch wieder ein paar Karten dazu. Nicht, dass wir die vergessen. Die Sonderausgabe von Ninjago Legacy geht auch weiter. Mit etwas edlerer Verpackung, dafür aber auch ein Euro teurer. Dafür aber auch zwei Minifiguren. Und wir sehen schon hier, wir haben Cole und den Nindroid. Ja, so beides dabei. Wir gucken mal ganz kurz. Nicht, dass ich es verheimlicht hätte. Da haben wir den Cole in Kohlschwarz. Mit einem Riesenteil hier. Wie das heißt, weiß ich nicht genau. Steht das da? Geballte Power steht da nur. Naja, dafür hat er, das weiß ich, eine Säge. Mit was noch dran, ne? Also will man nicht zu nahe kommen, dem Teil. Und zwei Gesichtern, bedruckten Beinen und auch so ein Mundschutz. Zurzeit ja sowieso das Accessoire des Jahres bei uns. Allerdings eher so als, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann haben wir hier noch diesen Nindroid, gegen den gekämpft wird. Der darf nur ein Gesicht haben. Geht ja auch nicht anders. Hat ja keine Haare, um das andere zu verbergen. Ja, solide. Kann man nichts gegen sagen. Zwei Minifiguren für 4,99 und dazu eben noch die Zeitschrift mit Story und so weiter. Alles ein bisschen größer. Das kommt mir als älter werdenden Menschen auch entgegen. 2. April geht's weiter mit Little Lloyd gegen Stein Samurai. Hi, Hakai Samurai gegen Lloyd. Jo, die Legende von Ninjago. Geht weiter. Natürlich. Und apropos, Kai haben wir auch noch. Dann sind wir nämlich gleich durch. Ach, die limitierte Karte war hier mal. Die liegt jetzt irgendwo bei meinem Sohn. Gut, der wollte gerne Ninjago vorgelesen haben. Er ist 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas davon verstanden hat. Aber egal. Kai, mit verbotenes Binjitsu. Dreh auf. Ach nee, aber der hat hier Feuer. Kopf mit zwei Gesichtern. Hier wird sogar extra noch rausgehoben. Was haben wir da? Kopf mit zwei Gesichtern. Und diese Feuerdinger, die wäre ja so ein bisschen, na, hier bei den Dingern geht es nicht so richtig, glaube ich, ne? Naja, gut, er hat Feuer an die Hände, ne? Da würde ich aber nicht zu lange, sonst muss man, glaube ich, irgendwann die Dinger mal einsetzen. Und hier ist der Gesichtsschutz schon integriert ins Haarteil. Und wir haben zwei Gesichter, gucken wir, oh, was hat er sich denn hier noch alles ins Gesicht gepinselt? Mal sehen, wie sieht das dann aus? Oh ja. Ja, na gut, davon sieht man jetzt nicht mehr viel. Wir haben jetzt ja auch Karneval, ne? Da hat sich der gute Kai schon mal vorbereitet. Und ein bisschen Gesichtsfarbe aufgelegt. Jo, das ist es. Beziehungsweise auch hier soll nicht verschwiegen werden, dass es wahrscheinlich mit Ninjago weitergeht. Wäre sie gewesen. Comic und so weiter. Wir gucken. Und da, Lloyd. Oh Mensch, es ist die Lloyd-Woche im Monat dann, die eingeläutet wird. Bei dem Legacy kommt ja auch schon Lloyd. Ja, mega Energie verliert nie. Und auch zwei Gesichter. Na, guck. Ach so, und da macht 18. Februar. Das ist jetzt ja schon. Oh je, ich befürchte, ja, wenn das Video hier online geht, dann hat man vielleicht schon die Leute im Zeitschriftenregal. Schön, dass ihr dann den Kai verpasst habt, wahrscheinlich. Müsst ihr selber wissen, ob ihr damit leben könnt. Das war's. Jo. Einmal der Blick, schreibt gerne in die Kommentare. Mir macht das eigentlich immer schön Spaß, hier einfach so über die Dinger so ein bisschen zu berichten. Aber. Ja, wenn es keinen interessiert, dann vergeht der Spaß auch ein bisschen. Wenn ich jetzt sagen sollte, was finde ich richtig cool, definitiv, ich finde auch den hier, der hat was richtig Solides. Ich finde den T-Rex diesmal cool. Wirklich, eine schöne Geschichte. City ist immer eine Bank. Diesmal ein bisschen langweiliger, finde ich, weil ich diese Drohne nicht so richtig dolle finde. Ja, Mr. Freeze als Minifigur, finde ich, kann man auch immer haben. Der Rest ist, kommt ja mal drauf an. Was interessiert einen Mr. Freeze, wenn man Ninjago-Fan ist? Ne? Also macht drauf was draus. Ne? Was ist euer Liebling? Auch das schreibt gerne in die Kommentare. Was würdet ihr für 3,99 oder 4,99 kaufen? Angebote davon gibt es ja nicht. Das ist ja nicht so, dass das hier irgendwie, muss man immer da zahlen. Ne? Gut, bis bald dann. Tschüss.